Hey, ihr kleinen Sahneschnitten, na was geht? Ich habe bald Urlaub, weshalb es jetzt Gülle gibt. Na, Katharina darf das schneiden. Good luck and fun with that. Wir spielen heute Pokémon Unite. Ich habe übelst viele Anfragen bekommen, Leute. Es ist illegal. Maxi, wie ist Pokémon? Pokémon hat ein neues MOBA raus. MOBA. Na, du musst dir vorstellen, Nintendo ist eigentlich eine ziemlich krasse Company. Und dann sagen die sich einfach selbst, ja, machen wir MOBA. Ne? 2021. Ne? Das Jahr ist ja nicht schlimm genug. So, wie ihr seht, habe ich schon sehr, sehr viel gespielt. Das ist Bulbasaur hier. Venusaur, Entschuldigung. Das ist Venusaur. Wir gucken uns das heute an. Katharina wird es schön zusammenschneiden. Have fun with that. Ich sag, Urlaub bald. Ne? Und ich werde so ein bisschen zwischendurch so ein bisschen mein hartes Judgment abgeben zu diesem MOBA-Gang. Also, das Ganze ist ein 5 gegen 5. 5 gegen 5. Man kann Leute einladen. Mache ich jetzt nicht. Ah, keine Freunde. Also, wir starten rein. Zack, wir nehmen sofort Glurak. Wir nehmen Glurak. Glurak ist einfach das coolste Pokémon. Braucht man einfach nicht angucken. So, wir können jetzt hier krasse Sachen machen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind die Summoner Spells, die man haben kann. Aktuell haben wir nur hier. Wir haben noch nicht so viele verschiedene Sachen zur Verfügung. Das sind die Held Items. Held Items sind quasi Bonus-Stats, die man bekommen kann. Ich habe jetzt nur einen, das sind quasi die Runen. Na, du kannst da Damage reinpacken, mehr HP, mehr keine Ahnung was. Und dann hast du ein Moveset. Deine Units haben quasi verschiedene Moves drauf. Die entwickeln sich auch mit der Zeit. Offensichtlich starte ich natürlich als fucking Glumanda. Und dann kann man verschiedene Moves mehr oder weniger lernen. Und diese Moves verbessern sich. Das ist erstmal the Deepness, die wir haben. Ich bin hier auch ein Melee Allrounder, by the way. Ne, sick. Ich hab's schon ein bisschen gespielt. Ich erklär's euch so ein kleines bisschen. Oh, da sind mal hier die übelsten Tryhards da unten, ne? Die nehmen irgendwelche fucking Pokémon, von denen ich natürlich gar keine Ahnung habe. Ich bin so ein Gen 1 Boy, ne? Für mich gibt's nur 151 Pokémon. Danach ist Schluss. Na, wenn das jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja Mülltonnen, Schlüsselanhänger, ein Eis ist auf den Boden gefallen ist, wir haben alle Tiere 100 Mal durch, wir haben nur noch Shit. Ne, ist wirklich eine Tasse, ein Teller, sind alles Pokémon mittlerweile. Ne, jeder Gegenstand ist ein fucking Pokémon. Ich bin natürlich maximal lost in dem Moment. Geil, Namen. Wie soll ich nach dem Namen kommen? Also, 10 Minuten. 10 Minuten dauert jede Runde. Wir starten als freaking Glumanda und wir rennen die Botlane runter. So, auf dem Weg dahin brutzeln wir quasi Pokémon. Na, die brutzeln wir einfach tot. Damit leveln wir nämlich. Na, ich kann auch hier oben Tasten quasi drücken. Das spielt sich so ein bisschen wie ein Handygame tatsächlich. Hat auch eine terrible Performance. Ich habe es bei Trimax gesehen. Trimax hat es irgendwie geschafft, 60 FPS zu haben. Aber ich glaube, er hat das nicht mit der, mit der Switch gemacht. Weiterer Punkt. Das Ding ist komplett auf Englisch. Oder Japanisch, Koreanisch, keine Ahnung was. Na, das bedeutet, man hat keine deutsche Übersetzung. Meine Kinder wollten das auch unbedingt zocken. Na, und dann habe ich gesagt, ja, Bruder, also das ist schwer, weil also die Designer haben die Entscheidung getroffen, dass man hier quasi keine Chance hat. So, wir klauen denen jetzt hier die Erfahrung, by the way. Wichtig ist, am Anfang Level 5 werden. Level 5 werden ist quasi alles in dem Game. Oh, oh. Jetzt muss man aufpassen. Ja, wir hauen schon mal einen Heal rein. So, wir haben hier nämlich diese Zonen. Seht ihr das? Das ist ein bisschen Dominion. In diesen Zonen heile ich mich. Na, weshalb es dann auch für mich einfacher ist, hier zu fighten. Er ist ein bisschen stupid. Na, es sind auch 10-jährige Kinder teilweise, die hier zocken. Da feiere ich natürlich des Todes, dass ich die hier so ein bisschen mobben darf. So, wir lassen den entkommen, weil wir brauchen unbedingt Level 5. Weil Level 5 kriegen wir einen neuen Spell. Na, und wir haben natürlich bessere Stats und alles. Übrigens als Passive. Na, der fightet auch in der Zone. Wir haben übrigens als Passive, dass wir mehr Damage machen, wenn jemand Lowlife ist. Ah, super geil. Passt sehr, sehr gut zu Glurak. Na, Level 9 sind wir dann tatsächlich Glurak. So, die lernen jetzt hier mein Teammate. Da gehe ich mal ein bisschen rein, würde ich sagen. Na, ich mache ja mal so eine kleine Spell-Kombo. Wenn jemand Lowlife ist, dann steigt meine Crit-Chance. Na, und damit ist natürlich mega geil. So, jetzt muss ich hier die R-Taste nach oben finden tatsächlich. Na, und dann versuchen, mich in diesem Ding hier hochzuheilen. Das wird natürlich sehr, sehr schwer, weil ihr seht schon, meine Teammates sind auch nicht da. Na, das bedeutet auch direkt von LOL übernommen. No help. Ne? Er kriegt keine Hilfe. Wir sammeln hier, wir leveln quasi nicht nur und prügeln uns aufs Maul, weil das hat quasi nichts mit dem Game tatsächlich zu tun. Das ist quasi nicht die Win-Condition, witzigerweise. Das ist übrigens der Blue Buff, glaube ich. Es gibt einen Red Buff, der quasi mehr Damage macht. So, wir nehmen jetzt den Blitz, jetzt haben wir quasi Double Dash. Wir haben jetzt richtig viele Dashes zur Auswahl. Sondern die Idee ist dann quasi, dass man Bälle sammelt. Seht ihr das in der Mitte? Ja, das hat sich jetzt von einer 23 in eine 26 verwandelt. Das ist übel wichtig, denn das sind die Dunks, die man dann macht. Na, man dunkt quasi Punkte in den Laden rein. Na, hier kommt bald ein krasser Buff. Da kommen wir nachher auch noch zu. So, hier bin ich natürlich Hard Counter, hoffe ich doch.
Na, boom. Oh, in drei Leute rein. War wahrscheinlich nicht so klug. Sofort den Heal gezündet für gutes Cooldown-Management. Und dann aber auch Rückzug. Ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt tatsächlich da fighten will. Ich heile mich erstmal gegen. Na, wir heilen uns erstmal. Wir wollen das natürlich klug spielen. Und boom, da gehen wir voll rein. Wenn der so hohl ist, müssen wir voll reingehen, Leute. Ich nutz den. Ja, das war wahrscheinlich irgendein Vierjähriger. Den habe ich jetzt einfach getötet. So, da dash ich auch nochmal rein. Und ich komme nicht ganz ran. Doch, ich komme ran, weil ich ein guter Spieler bin tatsächlich. Na, aber jetzt muss ich so viel Damage machen, dass ich das Healing nicht funktioniert. Der heilt jetzt natürlich mit den allen Medikits, die er zur Verfügung hat. Da ist jemand low, da hat jemand 4 HP. Level 9 noch nicht ganz erreicht. Das bedeutet keine Ultimate zur Verfügung. Ihr merkt schon, ich caste quasi mein eigenes Game, aber den fackel ich tatsächlich ab. Boom, ins Face, aber jetzt wieder zurück. Jetzt muss er zurück. Du musst doch wissen, wann das Limit ist. Schön nochmal das Healing reingeknallt. Dann nochmal gewartet. Da in die Richtung kann ich nicht, aber ich kann in die Richtung. Boom, gehämmert. Jetzt troll ich ihn. Zack. Boom, noch ein Heal. Und dann geht's aber aufs Maul, Bruder. Ne? Also das ist wahrscheinlich irgendein Kind, was ich gerade verkloppe, was in meinem, ja, was quasi in meinem Nexus fightet. Ne? Basically Mental Breakdown in dem Moment. Ne? Und das nutze ich nicht. Das macht mega Spaß, by the way. So, und jetzt sind wir Glurak. Jetzt müsst ihr richtig aufpassen. Das bedeutet, ich habe jetzt eine freaking Ult. Die ist bei 100%. Das bedeutet, wir werden jetzt jemanden ulten. Na, das heißt, wir vermöbeln den erstmal. Dann drücken wir die Ult-Taste. Guck mal, jetzt kann ich, pass auf, jetzt kann ich fliegen. Und dann fliege ich und habe übelste Crit-Chance. Na, fucke hier alles ab. Und wenn die Ult fast vorbei ist, dann nehme ich den und bam, das ist er down. Ich fühle mich wie so ein bescheuerter YouTuber tatsächlich. Ne, aber, aber das macht auch Spaß. Es macht wirklich Spaß. Aber terrible Performance. Das muss ich auch dazu sagen. Das bedeutet, ihr seht da oben, das ist der FPS-Meter. Ich habe es nicht geschafft, Leute. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Die Dinger fackeln wir jetzt hier alle ab, weil ich einfach noch ein guter Spieler bin. Und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit genutzt, quasi Punkte zu machen. Na, alles, was wir jetzt getan haben, ist völlig useless gewesen. Oh, der ist Level 7. Holy shit, was ist das für ein fucking Ape? Das ist einfach ein Bisasan-Spieler. Wie kann man so dumm sein tatsächlich? Na, der ist auch Level 9, kann aber die Zahlen nicht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für uns. K.O. Und jetzt gehen wir hier hin. Und jetzt kommt der Dank. Wir laden auf. Oh, boom, 40 Punkte. Na, einfach reingedrückt. Und dann verlieren die diesen Spot. Die haben diesen Spot verloren. We are struggling to keep up. Ja, die Top-Lane, die ist ordentlich rasiert worden. Aber, ja, wir müssen das hier drüber machen, Leute. Es sind wieder die ADCs, die hier nur Probleme haben. So, 99%. Zack, Ultimate aktiviert. Und dann fackeln wir hier einmal richtig durch den Laden durch. Da ist kein Problem. Und Finishing Move. Finish him. Na, ich mache das wirklich sehr, sehr gut. Bin aber auch bekannt dafür, kleine Kinder zu mobben tatsächlich. Boom, ripp nochmal den nächsten Punkt da rein. Dann klaue ich noch die Camps. So ist das Leben, Leute. Wir klauen selbstverständlich noch die ganzen Camps. Look at that. Und je mehr wir natürlich davon klauen, desto besser allgemein. So, das heißt, wir haben hier nochmal Punkte gemacht. Oh, guck mal, der ist einfach stupid as fuck. Na, das bedeutet hier, ich habe natürlich beide Dashes genommen. Ne? Es gibt in dem Spiel, aber der ist invincible. Wie kann man so dumm sein? Das bringt doch gar nichts. Das bringt doch nichts gegen fucking Glurak. Look at me. Look at me burn. Aber da bleiben wir vorsichtig. Nein, wir bleiben vorsichtig. Weil wenn wir nicht in die Zone dahinter gehen, Leute, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Na, bam. So, das heißt, wir müssen jetzt rausdashen und whoop. Na, das machen wir ganz schnell. Und mit schnell meine ich natürlich help me. Na, und dann mache ich mich kurz schneller. Da gehe ich in den Busch hinein. Da habe ich wieder mein R zur Verfügung. Und jetzt kann ich hier fighten. Was ist los? Was willst du? Hä? Willst du hier fighten, Junge? Ich habe Kinder. Du bist ein Kind. Das ist ein big difference tatsächlich. Na, und ich habe ihn dadurch auch völlig desas... Och, das nächste Opfer tatsächlich. Na, können wir auf jeden Fall machen. Ich möchte hier nochmal dazu sagen, ich glaube, das war schon meine Ult. Ich mache mal meine eigene an. Na, das heißt, wir fackeln den hier ab. Der Typ da hinten, der guckt dazu, der denkt, oh, da kann ich helfen. Nee, kannst du nicht, deine fette Mutter. Boom. Na, und dann haben wir ihn einfach nur komplett aus dem Leben gedankt. Ja, und das macht natürlich auch Spaß in dem Moment. Ich weiß gar nicht, ob Katharina hier irgendwas schneiden muss tatsächlich. Na, ich würde es eiskalt so hochladen. Was willst du denn eigentlich? Na, der denkt jetzt hier in dem Moment, dass er mich irgendwie machen kann. Ich verbessere meinen Spell, by the way. Na, ich habe auch nur AOE-Attacks. Das Design-Team ist auch direkt von Riot übernommen, by the way. Na, die haben sich auch gedacht, ja, das kann man so machen. Na, aber ich persönlich finde das natürlich nicht gut. So, jetzt bin ich zum ersten Mal tatsächlich gestorben, damit ihr auch mal seht, was passiert, wenn man stirbt. Das passiert natürlich auch. It is what it is tatsächlich. Und jetzt können wir zurück in die Base. Hey, gleich, wir können uns jetzt hier natürlich währenddessen umschauen. Nach wie vor, Performance terrible. Also wirklich, also ich kann es nicht so wirklich empfehlen. Die Steuerung ist auch giga clunky. Du kannst normalerweise die Spells auch so ein bisschen directen. Ich lasse alles das Spiel directen, wenn ich ehrlich bin. Na, ich lasse alles wirklich das Spiel directen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier in dem Moment hier hin, machen jetzt einen Superjump und machen den Superjump da nach oben, drücken irgendeine Taste, fliegen da jetzt hin, merken, dass da gar keiner ist, na, versuchen aber trotzdem ein paar Gegner zu finden. Das bedeutet, wir spammen einfach die Tasten, fliegen direkt in den... Also, wir sind basically der Hardcounter zu dem Tower-Tester. Na, keine Chance.
wurde da entsprechend auseinandergenommen. Wir haben die Ult. Aber wir sehen schon, oh, das ist immer, das ist ein Camp. Das ist ein dickes Camp. Na, das gönnen wir uns natürlich. Und hier struggelt ein Teammate von uns. Aber wir sind ja einer der besten Teamspieler tatsächlich. Na, das bedeutet, wir machen hier alles so gut wir können. Fackeln den noch ab. Der ist auf Todes geslowt. Und jetzt das Wichtige. Jetzt haben wir nur noch 2 Minuten Zeit. Wir müssen jetzt Punkte machen. Na, es gibt in der Mitte auch noch einen Baron tatsächlich. Na, den Baron können wir ebenfalls holen. So, da müssen wir jetzt auch, wir haben noch 1 Minute Zeit. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall den hier so gut wie es geht foltern. So, guck mal, der fightet hier, der hat ja auch Gengar gepickt. Gengar-Spieler sollen so richtig krasse Opfer sein, by the way. Und jetzt gehen wir hier hin. Jetzt sehen wir schon in der Mitte, da ist jetzt quasi Zapdos. Zapdos ist mehr oder weniger der Baron. Das bedeutet natürlich für mich, den Kill steale ich. Na, habe ich sogar tatsächlich geschafft. Na, und damit haben wir jetzt die Punkte hier, die Möglichkeit, hier alles einzusammeln. Wir fliegen jetzt hier auf die andere Seite. Wir haben jetzt noch 1 Minute Zeit. Und jetzt können wir hier alles kaputt danken. Na, wenn du Zapdos gemacht hast, kannst du jetzt quasi hier hin. Das geht wo übel fest. Na, zack, abgeladen. So, und bam. Ja, jetzt versuchen wir mal, wir gucken nochmal, ob wir fighten müssen tatsächlich auch. Na, laden das jetzt hier ab? Nee, können wir nicht abladen. Doch, haben wir abgeladen. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Weiß ich gar nicht. Na, auf jeden Fall müssen wir da gucken. Ah, ich habe so ein Review geguckt. Ne? Ich kann mein Damage Review hier tatsächlich sehen. Man kann quasi mit Zapdos dann mehr Punkte reinschleudern in den Salon. Und dann ist GG. A teammate has left. Na, CPU übernimmt. Finde ich sehr, sehr gut. Na, die Switch ist einfach ein wundervolles Gerät. Na, wahrscheinlich teilen sich die Prozessoren noch ein. So, wir haben noch 28 Sekunden. Können wir mal wieder rein? CPU hat es übernommen. Aber wir sehen schon, der Typ steht tatsächlich nur da. Also auch das direkt auch von LOL. Na, die sind wirklich AFK in dem Moment. So, das bedeutet, wir müssen jetzt natürlich gucken. Der dorthin ist Gigalow. Können wir den fighten? Nein, wir kriegen hier die Krits des Todes ab, werden hier einfach nur komplett gespankt. Hatten leider die Ultimate auch nicht zur Verfügung. Noch 7 Sekunden geht dieses Match. Ja, und damit müssen wir jetzt mal gucken, ob wir gewonnen haben. Weil tatsächlich weiß man das nicht. Na, jetzt werden die Punkte gezählt. Oh, wir haben gewonnen! Mit 3 Punkten! Mit einem AFK! Die sind so bad. Wie kann man so schlecht sein, diese ganzen dummen Kinder? Na, Wahnsinn. Wir waren natürlich der beste Spieler, was die Kills angeht. Gescored haben wir nicht alles. Na, wir sehen schon, Gengar ist ja so ein kleiner Farmer, aber wir töten. Wir sind der mit der Faust. Wir machen die Kills tatsächlich. Finde ich cool. Sagt Bescheid, wenn ihr nochmal was wollt. Katharina, viel Spaß beim Schreiben. Tschüss.